Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Beer Goalkeeper im Karrieremodus mit mir, dem Partian LP. Kaiserslautern wurde im ersten Spieltag besiegt und jetzt kommt schon der nächste Kracher, nämlich gegen St. Pauli und das glaube ich sogar auswärts wieder. Dürfte es sein. Bartels anscheinend im Transfergerücht-Sumpf. Vorschau 1860 München gegen FC St. Pauli. So, und wir sind im ersten Spiel. In der Startaufstellung, wir haben Heimspiel. Da können wir natürlich in unseren dunkelblauen Heimtrikots starten. Die haben gegen Energie Cottbus 2-0 gespielt und das ist auch nicht ohne. Oh, da haben wir verfehlt. Und los geht's. Das kann ich wieder nicht wegdrücken. Aber das jetzt. Los geht's. Jetzt müssen wir schauen, dass wir mal wieder mehr als ein Tor schießen. Im ersten Testspiel haben wir ja gleich mal 4 Tore geschossen. Im zweiten 2, dann nur noch eines, dann wieder nur eines und dann wieder nur eines. Also, das muss wieder besser gehen. Wir müssen uns wieder mehr einspielen, mehr Passkombinationen machen und mehr freilaufen. Die Mannschaft gehört wieder offensiv eingestellt, wie ich finde. Vielleicht sollten wir auch mal Benny Laut von Anfang an spielen lassen. Bis jetzt war ja immer Blanco der, der von Anfang an gespielt hat. Und das ist auch heute so, glaube ich. Und gleich der erste Fehlpass wieder. Und St. Pauli. Oh, schöner Hackentrick. Kommt immer näher an die Strafraumgrenze. Und bleibt am Ball sogar. Wer ist denn das? Evers? Ja, so kann es weitergehen. Ein Versuch der Balleroberung. Oh, da hatten wir jetzt wieder mal Glück. Wir verteidigen so schlecht, wir bekommen den Ball immer erst dann, wenn er schießt. Da müssen wir auch was ändern. Ich weiß nicht, was der Trainer da im Training macht. Ich bekomme das ja nicht mit. Ich bin ja... Ah, da hatten wir die Chance, da hatten wir die Chance. Aber da flankt er flach rein und... Er erwischt den Ball auch nicht. Ich glaube, Blanco hat den Ball nicht richtig erwischt. Und ich glaube, Benny Laut spielt doch. Ich glaube, das war Benny Laut, der gerade den Pass reingegeben hat in die Mitte. Und bei St. Pauli spielt ein ehemaliger Löwe, nämlich Philipp Czaunert, der Tormann. War bei 1860 München Torwart, sogar ein sehr, sehr beliebter und war wirklich gut. Ich weiß gar nicht, warum er dann gewechselt ist. Wahrscheinlich deswegen, weil sie nicht aufgestiegen sind. Und Tor von Benny Laut, meine Freunde. Das ist ja ein Wahnsinn. Da rede ich noch die ganze Zeit, dass man Benny Laut aufstellen soll. Und dann hat er den Torriecher, den Torinstinkt, dass er da nochmal an den Ball geht. Wunderbar gemacht. Benny Laut in der 15. Minute. 1860 München 1, FC St. Pauli 0. Wunderbar gemacht. War vielleicht ein bisschen Glück, war auch nicht als Pass gedacht, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und da ist wieder St. Pauli, aber schön geklärt. Vielleicht sind wir jetzt mehr motiviert, vielleicht beißen sie mehr, laufen mehr, kämpfen mehr. Wer weiß, jetzt ist die Stimmung im Stadion ist auf jeden Fall einwandfrei gerade. Flanken sie noch, passen sie noch mal raus. Da darf er nicht an den Ball kommen. Und jetzt dachte ich schon, jetzt gibt es den Elferpfiff. Aber wunderbar verteidigt. Ach, das ist ihm zu schnell geworden, unserem Blanco. Ah, nee, nicht Blanco ist das. Halfa war das. Und da nimmt er ihn direkt an. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, er nimmt ihn nochmal an und schießt dann erst. Aber die Ecke habe ich wenigstens erahnt. Wie dicht der Verteidiger dran ist und es damit dem Stürmer fast unmöglich macht.
zu treffen. Schlechter Pass, wir stehen jetzt diesmal gut. Und jetzt Halfa. Nico. Ah, da wäre rechts außen einer angerannt. Ich glaube, Stoppelkamp war das. Und von da braucht man erst gar nicht köpfen. Den hätte man vielleicht mit der Brust annehmen sollen. Ah, der ist zu scharf gekommen. Ich hatte noch gar keinen Ballkontakt, fällt mir auf. Vielleicht soll ich doch auf legendär stellen, aber ich glaube, da wird auch nichts besser von der Spielmechanik her, da die Gegner ja dann auch auf legendär sind, wir auch. Das bringt sich, glaube ich, nicht wenig. War das Abseits? Ja, es war Abseits. Ja, war doch eindeutig. Ein Meter vorne. Da steht keiner von den Hamburgern. Niku. Was? Die Nummer 9 ist Niku? Ich dachte, Halfa hat die Nummer 9. Ach so, ist die Nummer 8. Dachte schon, ich werde jetzt alt und sehe nicht mehr richtig. Ah! Da lässt er sich den Ball noch abnehmen, bevor er reinflanken kann. Aber war auch schwierig, war, ist da gut gestellt geworden. Und der Fehler von Philipp Czauner, den nutzt der ehemalige Kollege natürlich aus. Benny Laut mit dem zweiten Tor. Da steht er mit von Anfang an in der Startelf und macht das 2:0. Macht die zwei Tore. Aber was macht denn da Czauner? Das war ein Geschenk von St. Pauli. Das nehmen wir natürlich gerne an. 1860 München 2, St. Pauli 0. Und da reißt natürlich uns in den Verteidiger beide weg. Hauptsache, er hat den Ball gewonnen. Also das hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass wir da jetzt zwei Tore machen gegen St. Pauli. Gegen einen der stärksten Mannschaften in der zweiten Bundesliga. Union Berlin gegen Paderborn 1:1. Und jetzt haben wir schon über ein Tor geschossen, so wie ich es wollte. Also läuft doch schon mal sehr, sehr, sehr gut, meine Freunde. Und an dieser Stelle muss ich noch auf einen lieben Kollegen, Let's Play-Kollegen hinweisen, nämlich auf Dead Sotos. Der macht FIFA-Manager, der macht auch Beer Pro als Feldspieler. Der macht das wunderbar. Er hat bei Werder Bremen angefangen, ist ausgeliehen in die dritte englische Liga. Macht da seine Tore, spielt perfekt. Bei FIFA Manager spielt er auch als Manager bei Werder Bremen. Da macht er auch alles optimal. Schaut vorbei bei ihm. Online-Manager macht er auch. Das ist so ein Online-Fußball-Manager-Spiel. Er macht überhaupt tolle Sportspiele, tolle FIFA-Let's Plays. Schaut rein, ist genauso spannend, hat schon ein paar Parts mehr oben als ich von FIFA. Es lohnt sich einfach. Habe ihn verlinkt, Dead Sotos, der Sportskanal. Einfach vorbeischauen und überraschen lassen. So wie sich St. Pauli anscheinend von uns überraschen lässt. Die bringen ja gar nichts zusammen. Das muss man so offen sagen. Weil die hatten, glaube ich, noch nicht mal einen Torschuss. Schauen wir mal in den Spieldetails. Ein Schuss hatten sie. Genau, der Volley-Schuss, der weit daneben ging. Und wir hatten schon vier Schüsse und aus vier Schüssen zwei Toren. Während einige der Zuschauer in der Allianz Arena noch nicht wieder ihren Platz eingenommen haben. Er sucht wieder Benny Laut. Vielleicht macht er noch seinen Hattrick. Und natürlich, what the fuck. Das ist wieder so. Mein Controller hat teilweise was. So, jetzt spielen sie schön außen. Und den müssen wir sicher haben. Haben wir auch. Versuchen wir das Spiel schnell zu machen. Einfach nach vorne. Und der kommt an. Nico. Aber jetzt zögert sich das Spiel wieder raus. Es wird langsam.
Und Benny Laut nicht im Abseits. Und versucht es dennoch. Und ich glaube die Ecke. Ja, die Ecke haben wir rausgeholt. Und, der geht daneben. Leider, leider. Schön gemacht. Schöne Flanke von Niku. Und Eppers wird ja anscheinend... Und den haben wir rausgefischt, Leute. Super gemacht. Der war echt schwer zu halten. Und den holen wir uns auch wieder raus. Zu Benny Laut. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Nico. Aber da seitlich soll man nicht so viel rumspielen. Und St. Pauli wieder an den Ball. Das hätte natürlich der Anschlusstreffer werden können. Aber da waren wir auf unserem Posten, hat das super gelöst, wie ich finde. Da hat er noch auf das andere Eck angetäuscht. Falls ihr das gesehen habt. Ah, schöner Schuss, endlich mal ein Weitschuss, der schön war. Echt wunderbar gemacht. Muss man auch mal loben. Weil im letzten Spiel die Weitschüsse, die waren einfach nix. Die waren grausam. Genauso gegen Dresden. Union Berlin geht in Führung gegen Paderborn. Und der kommt nicht an. Hat zwar der Stürmer den Ball weitergeleitet, aber steht keiner bereit. Und! Da war Czauner das erste Mal wirklich gefragt. Und jetzt kommt Pantelic für Blanco. Dann war das Tor so halbwegs frei, den hätte man aufs Tor bringen können, ob er jetzt dann gehalten werden würde, ist ja im Prinzip egal. Aber wir hatten die Chance aufs 3-0 und wir dominieren das Spiel einfach. Jetzt sind wir in der Phase, wo wir das Spiel so richtig dominieren. Und wir kämpfen jetzt wirklich auch. Die Außenspieler, Flügelspieler kommen mit nach hinten und verteidigen schön. Und ein Weitschussversuch. Wenn es von der Nähe nicht geht, wenn es spielerisch nicht geht, dann versucht man es von hinten. Der ist aber weit daneben gegangen. Und Wechsel bei unseren Löwen wieder, meine Freunde. Stahl kommt wieder mal für Birovka. Das ist so der typische Wechsel. Blanco raus, Birovka raus, Stahl rein, Pantelic oder Laut rein. Da hat Pantelic sich zu viel Zeit gelassen. Hätte da Laut bedienen können. Und sie versuchen es jetzt mit weiten Pässen. Wir sind weiter am Ball. Machen da einen Fehlpass. Und da haben wir gerade nochmal geklärt, weil sonst wären da gleich drei Feldspieler, Gegenspieler auf einmal da gewesen, um sich vielleicht da schön mit schönen Kombinationen nach vorne zu spielen. Und warum schießt er denn gleich? Halfer, da hättest du doch ein bisschen Zeit gehabt. Das war echt furchtbar. Den hätte er nicht direkt nehmen können. Müssen können. Schindler raus. Schindler rein, Bruns raus. Kommt da einer auf der Seite? Nein, kommt er nicht. Pantelic kann den Ball auch nicht annehmen. Das könnte man schon als Foul werten jetzt. Also wie da der St. Pauli-Spieler rangegangen ist. Nico. So, was machen wir?
Warum sie die Bälle immer so direkt nehmen, das weiß ich auch nicht. Das kann ich nicht erklären. Daube raus. Gocia. Heißt der Gocia? Gogia? Rein. Da will St. Pauli noch alles schaffen, aber die sind da so unterlegen. Eigentlich so unterlegen wie wir gegen Dresden im Pokalspiel, wo wir leider schon draußen sind. Und wir versuchen den nächsten Schuss, aber Czauner wieder am Posten. Natürlich ist da die Frage, was wäre, wenn der Ball das 2-0 nicht gewesen wäre. Hätte sich da St. Pauli, wäre da St. Pauli auch, einfach hätten die diesen Rückschlag da nicht so verkraften müssen und wäre das dann einfach besser ausgegangen. Und der nächste Wechsel. Die 19 kommt für die Nummer 9. Ich glaube Nico kommt, Halfa kommt jetzt raus bei uns. Genau, nee, Marcos kommt raus und Bülow kommt rein. Innenverteidiger für den defensiven Mittelfeldspieler. Haben wir da jetzt eine Fünferkette oder kommt der Innenverteidiger? Und an die Stange schießt er, aber da wäre ich eigentlich dran gewesen. Ja, waren die Außenstange, da wäre ich dran gewesen. Keine Sorge, meine Freunde. Hat in dem Moment schlimmer ausgesehen, als es war. Weil ich habe die Ecke schon vermutet. Was will er denn damit erreichen? Kann sich Pantelić freispielen? Nö, er muss abpassen. Dafür hat Halfa rechts Platz bis zum Ende, aber ist zu langsam. Wahrscheinlich ist die Power schon aus. Und jetzt nimmt den direkt. Oh, schade. Und jetzt dürfte das Spiel beendet sein, meine Freunde. Jetzt dürfte er dann abpfeifen. Tut er aber nicht. Gibt nochmal Einwurf für St. Pauli. Und nochmal die Möglichkeit für St. Pauli vor allem. Und der Schiedsrichter pfeift jetzt ab. Wir haben gewonnen, meine Freunde. 2-0 mit 2 Toren von Benny Laut in der ersten Hälfte noch. Da können wir schon zufrieden sein. Eine Bewertung von 6,8. Wir bekommen jetzt nochmal tolle Punkte für die Torwartfähigkeiten. Wir sind jetzt ein 71er Stärke-Tormann. Union Berlin, Paderborn nimmt sich nochmal einen Punkt mit. Und wir führen jetzt die Tabelle, aber haben natürlich ein Spiel mehr. Da können alle noch aufholen. Benny Laut führt auch die Torjägerliste. Schauen wir noch weiter. Die jüngsten Transfers könnt ihr euch noch schnell ansehen. Oh, Tevez für 24 Millionen zu Inter Mailand, meine Freunde. Das ist ja Wahnsinn. Meine Karriere, schauen wir uns noch mal an. Ligaposition 1, durchschnittliche Bewertung 6,6, meine Freunde. 1000 Euro pro Woche bekommen wir, damit können wir zufrieden sein. Das nächste Spiel ist gegen den FSV Frankfurt. Das sind wieder eher die schwächelnden Mannschaften, die kommen. Paderborn und Frankfurt. Ich freue mich trotzdem. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder mit 2 Siegen im Rücken. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Pazian LP. Tschüss, Leute.